Und so sieht das Ganze ausgerüstet aus. In den Händen übrigens das legendäre Schwert Umbra. So, die Rüstung dann hier von vorne. Man sieht, es ist ein Vollvisierhelm. Also sehr passend für einen Dämmerwacht-Ritter. Herzlich willkommen zurück bei Skyrim Anniversary Edition. Die Stadt Markarth. Und die Taverne Gasthaus Silberblut. Die Bewohner von Reach beklagen sich wieder über Hexenwerk, über dunkle Mächte, wegen denen die Bauern Angst haben, ihre Hütten zu verlassen, hier in Reach. Und dass sich die Dämmerwacht in der letzten Zeit sehr gut in dem Kampf gegen die dunklen Mächte gezeigt hat, wurde wieder der Ork Uruk darum gebeten, sich um das Problem zu kümmern und nicht die Wächter von Stendar. Heute also die geballte Kraft der Uruk selbst. Dann hat er natürlich ganz im Sinne der Dämmerwacht einen gepanzerten Troll mit dabei. Und seinen treuen Helfer Gok, den Goblin. Ich gebe ihm jetzt mal einen neuen Helm. Und zwar, ich will euren Helm wechseln. Nehmt doch mal einen Eisenhelm. So sieht es aus. Ein richtiger Hübschling. Wer die Quest bekommen will, hier in der Taverne gibt es ein Tagebuch. Krypta des Herzens. Das einmal lesen und dann hat man die Quest. Ich blätter das mal schnell durch, damit sich das jeder anschauen und durchlesen kann. So. Soweit die Geschichte. Jetzt noch schnell zum Questmarker-Rennen. Da benutzen wir mal den Juggernaut-Run. Das Gute ist darin, man kann so lange rennen, wie man will. Das hatte ich schon mal in einem meiner Videos gezeigt. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich es unten in der Videobeschreibung verlinken. Oh nein! Vampire! Boom! Boom, weg mit euch! Weg mit euch! Okay, und weiter rennen. Ah, Vampire. Ah, hier ist schon die Stelle. Okay, dann anscheinend ist es so, dass wir die Vampire doch fertig machen müssen. Oh, Vampire. Uruk kann sie nicht ausstehen. Okay, die sind stark. Die sind stark. Warte mal. Wegrennen. Wo sind denn meine Helfer? Komm, mach mal Zickzack-Run. So, hopp, Leute. Lenkt ein bisschen. Ah, hier kommt der Troll. Ja, sie sind ein bisschen langsam. Ne? Das ist ja das Schlimme an denen. So, dann kommt, verschafft man ein bisschen Ablenkung, bis Uruk sich hier heilt. Okay, die sind sehr stark. Das sind starke Vampire, bestimmt ein Volkiha-Vampir mit dabei. Und das ist dann natürlich nicht mehr lustig. So, den Schild. So, was ist dann natürlich nicht mehr lustig, aber solange sie abgelenkt sind, ist ja alles gut. Oh, das ist ein junger Vampir, der ist sofort nach einem Schlag weg. So, ah, die anderen, die sind schwimmen gegangen, alles klar. Nein, was ist denn mit dir, Junge? Warum liegst du? Okay, das sind noch zwei Vampire. Moment, wo ist denn mein Troll? Wo ist denn? Hier. Sag mal, willst du mal ablenken hier? So, okay, na gut, da kommt noch ein junger Vampir. Den machen wir mal schnell weg. Boom! Okay, und das Schwimmen tut wahrscheinlich entweder ein Volkiha-Vampir oder noch irgendwas. Also etwas. Ja, das ist ein Volkiha-Vampir. Das ist natürlich jetzt nicht mehr lustig. Da nehmen wir hier die dädrische Armbrust. Wo schwimmst du hin? Wo willst du hin? Ha? Bleib mal im Wasser. Uch, bleib mal schön stehen. Ja, einen blöden Punkt hast du dir da ausgesucht, was? Im Wasser. So, okay. Ich hau ihn jetzt so weg. Beziehungsweise die jetzt so die Hälfte der Energie weg. Die trifft mich einfach nicht. Und dann, wenn sie nur die Hälfte hat, dann gehe ich zu ihr. Weil solche Volkiha-Vampire, die haben schon... Ach so, Moment, da ist ja noch eine. Die habe ich ja ganz übersehen. Was? Jetzt hat sie mich doch getroffen. Ah nee, das war jetzt mein Troll. Ich kann schon. Wenigstens den Vampir hier. Boom. Okay, jetzt nur noch der Volkiha-Vampir. Kriegen wir hin. Zum Speichern. Komm her. Ah, hast du dich geheilt oder was? Du hattest aber weniger Lebensenergie gehabt. So, Moment. Wir machen mal hier... Eine Gemüsesuppe rein. Oh, die entziehen mir Lebensenergie, diese ekligen Vampire. Ah. Na, komm schon. Na, komm schon. Hör mal. Wie die wegrennt. Guck mal, wie die wegrennt.
Ich sehe dich. Niemals. Ah, zieh mal deine Armbrust schnell, Mann. Boom. Und tschüss. Oh. Ja, das war ein Kampf mit Vampiren auf der Schwierigkeitsstufe Meister. Gar nicht so leicht, muss man sagen. So, Jungs, habt ihr es jetzt wieder? Eieiei. Ja. Ei, ei. Ja, das Blöde ist an dem hier Goblin, dass er natürlich sehr, sehr schnell liegt. Und an dem Troll, dass er ständig irgendwo stecken bleibt, weil er so mächtig und groß ist. So, okay, dann damit wir schneller vorankommen. Ah, okay, und hopp. Hopp. Wieder unser dummer Kind. Das hat ihn jetzt aber nicht... Ah, hier ist der Geist, okay. Das hat den Bären gerade aber jetzt nicht weggehauen. Kurz. So, okay, wo ist der Geist schon wieder? Den sollen wir ja folgen. So, kam schon ruck. Ja, das Gute ist, dass man auch in der First Person an sich diesen Juggernaut ran machen kann. Ohne dass man aufhört, auch wenn die Ausdauer weg ist. Das ist das Gute. So, wo willst du denn hin? Oh, Mann! Ja, Mann. Wie bist du denn mir hinterher gerannt? So schnell! Gib du mal deine Waffe, Ork. Oh, ist der schnell, Alter. Ich dachte, den haben wir schon längst. Abge. Dass er uns schon längst verloren hat, dachte ich. Aber nein. Gehst du mal spazieren? Bär. Oh. Okay, ich habe da irgendwas abgeschlossen. Ich habe den Geist erfolgreich gefolgt. Ey, das ist Skyrim. Man kommt wirklich nicht vom Fleck, ohne von irgendwas angegriffen zu werden. Leute, Alter. Steh mal auf. So, okay, also hier irgendwo hin soll... Sind ja schon wieder irgendwelche Leute. Abgeschworenen. Jungs, kommt! Nein! Heilung. Ja, das Blöde ist, ich habe wieder kaum Gesundheitstränke mitgenommen. Da sind mehrere Abgeschworene. Mehrere von diesen... Ah, okay, so. Nee, warte mal, jetzt habe ich aber meinen Gnom getroffen. Na toll. Eieieiei. So, das Blöde ist bei dem Schild, dass man ihn hier immer wieder nehmen muss. Wenn man Gesundheit regeneriert hat. Was? Du willst eine Axt? Och, hat er mir eine reingehauen. Ja, genug, nicht genug. Boom. Ja, wo ist der? Wo ist dein Kumpel hier? Ah, da. Nee, nein. Ich habe fast meinen Troll gehauen. Im Kampfgetümmel. Der Troll hat ihn fertig gemacht. So. Okay, wenigstens eine Sache, die der Troll heute schon gemacht hat. So, gehst du jetzt mal von dem wieder runter, damit ich ihn looten kann. Oh, die sind so schwer vom Begriff, die Trolle. So, okay, und die hat... Aha, die hat gerade einen Zettel dabei. Giftrezept, Gesundheit senken. Okay. Und der hier? Na gut, Giftrezept wird es wohl nicht sein. Nicht das sein, was wir brauchen, oder? Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer, der es nicht gecheckt hat. Und da ist die freundlich, oder was, wenn wir mit der reden? Das kann nicht sein, oder? Ich glaube nicht, dass die freundlich ist. Und das ist eine Abgeschworene. So. Das war eine Schamanin also. Was hat die denn dabei? Nachricht des Schamanen der Abgeschworenen hat sie dabei. So, Gifte Ausdauer nehmen wir mal mit. So, damit die Quest weitergeht, müssen wir natürlich die Nachricht lesen. Wir haben die Verräterin getötet und der Mutter das Herz des Ritters übergeben. Sie ist nach Karpsspitze aufgebrochen, um das Ritual zu vollziehen. Wir wachen hier bis zu ihrer Rückkehr und bluten alle Ritter aus, die uns in die Quere kommen. Also tatsächlich Hexenwerk hier. Jetzt ist es eine klare Sache. Da sollen wir also hin. Okay. Wow, ich glaube, man ist schneller als mit einem Pferd auf diese Weise. Fast angekommen. Da vorne ist schon das Lager der Karpsspitze. Hier vielleicht jetzt mal kurz Stopp. Okay. Ich soll also nach dem gestohlenen Herzen suchen, hier irgendwo im Lager, wahrscheinlich da oben. Vielleicht kann ich das Ganze hier umgehen, ohne mit denen zu kämpfen.
Wenn man hier so ein bisschen schleicht. Natürlich schwierig, in einer schweren Rüstung zu schleichen. Und entdeckt zu werden, aber was soll's. Okay, das ist doch schon mal die richtige. Ja, irgendwo oben. Wenn Uruk hier jetzt nach oben kommt. So, übrigens, die beiden Helfer sind schon wieder irgendwo verschollen und verloren. Das ist eben das Blöde, wenn man so schnell rennt. Ach, da rennen sie. Die kommen einem einfach nicht hinterher. Also das ist quasi der Goblin, der ist ja noch schneller. Und da hinten ist der dicke, fette Troll. Oh Mann, ey. Also die Trolle sind zwar stark, aber die sind wirklich so nutzlos, wenn es darum geht, einem hinterherzukommen. Das ist eine Katastrophe. So, okay, also irgendwo hier ist schon der Marker. Was benötigen wir denn hier? Hm? Die Hexen machen hier irgendwas mit Herzen, mit den Herzen von Menschen, und da sind sie schon. Aha. Oh, die werden angegriffen. Die werden abgelenkt von meinen beiden Kämpfern, die mir hinterhergerannt sind. Okay, machen wir doch mal so. Okay, wenigstens hier diesen Hexenrahmen von hier abknallen. Boom! Ja. Tut weh, wa? Genauso wie bei den Vampiren. Boom! Guck mal, die checkt gar nicht, woher die Schüsse kommen. Okay, das war leider kein Treffer. Und noch einen Treffer müssen wir setzen. Boom! Sehr schön. Ja, die Hexenrahmen sind wirklich sehr stark. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Aber eigentlich geht es ja nur darum, diese Sache hier abzuholen, was auch immer das sein soll. Ein Herz. Ein korrumpiertes Menschenherz. So, diesen 10 nehmen wir auch mit. Okay, ja gut, dann... ja, und das ist jetzt ein Plus von den beiden Helfern, die zu langsam rannten. Jetzt rennen sie da quasi vorne ins Lager rein. So, Würgegriff, nicht schlecht. Harmonie, Smaragdring. Jetzt sind sie so langsam gewesen, dass sie da jetzt reingerannt sind quasi. Alle abgelenkt haben und ich kann hier einfach verschwinden. Nicht schlecht. So, dann komm, weg. Wieder mal hoch. Sehr schön. Oh, die haben mich entdeckt. Oh Mann. Deren Feuerbälle. Böse. Einfach nur böse. Guck mal, alles rot da. So viele Gegner. Komm, also das... Die Sache will nicht mal Uruk machen. So, jetzt müssen wir... Hierhin, bringe das Herz zum Rita, zu dem Grab des Ritas. Alles klar. Machen wir. Junge! Die war nein, zieh deine dumme Axt! Oh Mann, Skyrim, Alter. Skyrim. Okay, also wir haben gesehen, das waren einfach eindeutig zu viele Abgeschworene, zu starke, zu viele Hexen. Raben, das heißt, Uruk wird das Ganze bei der Dämmerwacht berichten, dass er einfach mehr Leute braucht, um die Hexen auszuräuchern. Was er jetzt aber machen muss laut der Quest, ist erstens optional das Herz am Altar läutern, beziehungsweise das Herz hier am Grab einfach ablegen. Und ich würde sagen, man sollte, glaube ich, das Herz lieber läutern, damit man alle Boni bekommt, die man von dieser Quest bekommen kann. Das heißt, einmal am Schrein von Mara läutern. Sehr schön. Und dann legen wir das Herz hier am Grab des Ritters ab. Das heißt, es scheinen zwei Gestalten, die getöteten Ritter. Und was wir hier bekommen, ist also eine Rüstung, eine verzauberte Rüstung. Übrigens, wie bei fast allen Rüstungen in Anniversary Edition, die neu dazugekommen sind, die ich in einigen meiner Videos schon gezeigt habe, ist es auch bei dieser so, dass man sie auch mit Level 1 bekommen kann. Ja, das wird schwer, man hat gesehen, welche Gegner einen erwarten, aber wenn man es schlau macht, kann man das auf jeden Fall schaffen. Es ist machbar mit bisschen Geschick, sage ich mal. Man muss ja mit denen nicht kämpfen, man kann von denen einfach wegrennen. Okay, wir nehmen das mal. Elite-Brustpanzer des Bahnritters. Eieiei. Elite-Stiefel des Bahnritters. Dann haben wir hier Elite-Handschuhe und den Elite-Helm des Bahnritters.
Der Brustschutz steigert die Fähigkeit schwerer Rüstung um 25 Punkte. Die Stiefel steigern die Ausdauer sehr gut für einen Kämpfer. Die Handschuhe sorgen dafür, dass die Wiederherstellungszauber weniger kosten. Das ist gut für einen Kampfritter, der sich heilen muss. Also so ein bisschen Paladin-mäßig ist es. Und der Helm, der steigert die Magieresistenz. Und so sieht das Ganze ausgerüstet aus. In den Händen übrigens das legendäre Schwert Umbra. So, die Rüstung dann hier von vorne. Man sieht, es ist ein Vollvisierhelm. Also sehr passend für einen Dämmerwacht-Ritter. Und hier nochmal von hinten. Ja gut, die Bolzen müssen dann natürlich weg. Egal. Wow, also die Details sind schon ziemlich krass. Das ist also die neue Rüstung des Bannritters, die man, wenn man will, auch mit Level 1 bekommen kann. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.